Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Factorio hier aus TGM Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir befinden uns hier dabei, den Bus umzubauen, was ich eigentlich erst später machen wollte, aber festgestellt habe, ich muss es doch leider jetzt schon tun. Wir haben da einiges zu tun und müssen dort an vielen, vielen, vielen Stellen modernisieren, erweitern und neu bauen. Da sind wir jetzt erstmal dabei. Meine Robbys, die sind jetzt erstmal fleißig eigentlich damit beschäftigt, oben noch Steine zu legen. Die haben noch ein paar Jobs dazu. Das sollte sich aber hoffentlich in dieser oder in der nächsten Folge dann beenden. Und dann ist eigentlich das große Ziel, ne, eine automatische Roboterfabrik herzustellen. Das ist erstmal legitim. Ich habe dann auch noch schon gesehen, dass ich das eigentlich hier viel zu weit unten angesetzt habe. Das gefällt mir nämlich nicht. So. Werde ich das hier einfach abreißen? Warte mal, ich habe nicht mehr genügend Platz in der Tasche für so ein Mist hier alles, ne? Werde ich das hier alles abreißen müssen? Ja, muss ich ja wohl, ne? Sonst komme ich hier nicht durch. Die Frage brauche ich mir gar nicht stellen. So, das Förderband habe ich übrigens eins zu weit unten angesetzt. Das muss ich ehrlich sagen, das will ich so nicht haben, weil sonst wieder die Abnahme von dem Material schlecht ist. Das werden wir jetzt immer hier ganz kurz durchreichen, dass das doof ist, die Idee. Könnt ihr theoretisch da auch 5 Platz lassen, aber gut, das ist natürlich dann Platz, der in der Produktion flöten geht und deswegen will ich mir da eigentlich doch relativ wenig Platz rausnehmen lassen oder wegnehmen lassen, aber na gut. So. Hier nochmal wieder rüber gehen. Wir müssen da auch durchkommen nachher durch unsere Goldfabrikation, ne? Das müssen wir auch alles abreißen lassen, beziehungsweise abreißen, also sicheres abreißen lassen. Da wir dann dort von den Robotern das Material auch wegtransportieren, dann müssen wir das nicht alles selber irgendwie machen. Oder eventuell uns da noch irgendwas hinbauen, was wir dann brauchen dafür und so. Aber naja, gut, egal. Das kriegen wir alles schon noch gerissen hier. Ich werde jetzt erstmal versuchen, so gut wie möglich da durchzukommen, wo ich durchkomme und wir das dann hier erstmal schön alles bebaut bekommen. So. Bis dahin gerne, danke. Und dann geht's hier weiter. Mann, das ist aber auch eine lange Strecke hier. So. Drüben liegen schon 2, das ist schon mal ganz gut. Und zack, abgerissen. Ich glaube, ich muss mal noch mal ein bisschen rote Munition machen, obwohl 103 Schuss, naja gut, also 103 Magazine, das wird noch ein paar Würmer aushalten. So, hier ist jetzt natürlich so richtig viel, was wir abreißen können. So, das flüssige Gold reißen wir auch gleich ab. Naja gut, macht ja nichts. Oh, den wollte ich nicht abreißen. Halt. Der muss hier stehen bleiben. So, habe ich jetzt einen Roboter aufgenommen damit? Weiß ich nicht. Eieieiei. So, da müssen wir vorsichtig sein hier beim Abreißen. Nicht, dass man noch was abreißt, was hier dann am Ende noch wichtig war. Kriegen wir das Inventar voll mit Förderbändern, macht aber erstmal nichts. Wir liegen ja gleich auch jede Menge wieder. Das sieht schon lustig aus, wie er da hoppelt. So, wie viel haben wir dann? Achso, ich habe gleich mal mehr Werkzeuge gemacht, nachdem ich rausgefunden habe, dass die stackbar sind. War ja auch nicht so einfach, ne? Manchmal. So, da haben wir einen Strommast, den wir wahrscheinlich nicht abreißen dürfen, der hier wahrscheinlich dann so richtig viel mit Strom versorgt. Und dann müssen wir die ganze Goldleine da abreißen. Naja, gut. Kriegen wir hin. Alles kein Problem. Abrissprofis hier. Abrissunternehmen, goldene Axt. So. Oder zur goldenen Henne? Weiß ich nicht. Ein Blödsinn labert ja schon wieder, ne? Furchterregend. So, die Flüssigkeit verschwindet ja dann einfach. Das ist ja das erstmal das Gute an der Sache. Die haben wir dann nicht in der Tasche. Nur hier werden wir wahrscheinlich schon eine Menge von dem Zeug bekommen. Ah, ja. Muss ich wegpacken. So, kann ich hier erstmal noch ein bisschen was abreißen? Geht, so. Hier auch noch. Da haben wir schon richtig drin gemobst, ne? Ach, jetzt kann ich die Rohre schon nicht mehr aufnehmen. Ich glaube, gut. Dann Gold hier rein, das hier rein, die Tanks, wo sind die? Die hier rein. Resin, nee.
Haben wir doch zwei von den Dingen aufgenommen. Alles klar. So, dann geht das weiter hier. Der fröhliche Abriss. Ach, die habe ich wahrscheinlich so mit aufgenommen, wenn ich hier durch die Gegend fliege. So, was geht denn hier alles denn aus? Nur das da oben, das stört mich nicht. Das darf ruhig ausgehen. So. Das ist ja hier ähnlich. So, dann kriegen wir das schon wieder nicht mehr mit. Taschen schon wieder voll. Ah, schwierig. Okay, ich mache meine Taschen jetzt erstmal leerer hier hinten. Ne? Und nehme das dann gleich wieder mit. Hm? Kennt man ja das Prinzip. So, das lassen wir mal schweben hier. So, dann machen wir meine Taschen nochmal leerer. Damit ich gleich genügend Platz habe, um hier das ganze Gold und das ganze Lump alles mitzunehmen, was hier rumfliegt. So, dann sind wir hier durch. Alles klar. Jetzt habe ich natürlich die Förderbänder rausgelegt, die ich eigentlich jetzt hätte hier dann gleich wieder anlegen können. Nee. Ja, hier ist noch ein Strommast. So. Und dann brauchen wir hier ein unterirdisches. Na gut, das können wir gleich legen. So. Planung ist alles, ne? Also man muss im Kopf durchaus die Dinge auch mal vorplanen und vielleicht eventuell auch erkennen, was man machen will, damit das hier was wird, aber naja. So, das heißt also, hier kommen wir dann durch. In der Höhe einmal. So, die Frage ist, nee, die Roboterarme werden das wohl hoffentlich nicht runternehmen. So, dann hier nochmal lang. Nee, achso, hier brauche ich bloß zwei, stimmt. Hier brauche ich bloß die zwei. So, das Stück ist auch überflüssig. So, super. Gut, dann haben wir das ja jetzt fertig. Dann können wir jetzt die unterirdischen setzen hier. Weiß noch gar nicht, wo muss ich denn jetzt überhaupt ran dann nachher. Warte mal, ich muss dann ja von hier. Ich muss erstmal gucken, ob ich Resin überhaupt brauche. Ich muss ja dann hier oben durch. Da muss ich ja dann an die Fabrik ran. Theoretisch hätte ich das auch da lang legen können, aber da passt mir das nicht. Hier brauche ich erstmal bloß Holz. Holz. Okay, Resin brauche ich hier noch gar nicht. Resin brauche ich eigentlich erst hier irgendwo, ne? Auch noch nicht. Ah, wo brauche ich denn nachher dann den Baumharz? Den brauche ich hier noch gar nicht. Den brauche ich bloß da oben bis jetzt. Dann habe ich das hier komplett umsonst hingelegt. Ach, das ist ja natürlich wieder toll. Sehr schön. Gut, das war gut, dass wir noch nachgeguckt haben und das jetzt wissen. Also wir brauchen hier doch bloß ein Förderband, was hier durchgeht. Theoretisch könnte ich ja jetzt das Förderband da anschließen. Naja, gut. So, dann nehmen wir das hier alles mit. Dann werden wir das Holzförderband jetzt gleich noch mit ein paar Teilern dort so abbauen lassen, dass dann das, was hier im Förderband liegt, erstmal noch in die Fabrik kommt. So, machen wir den erstmal weg hier. Bis dahin. Sieht schon mal schöner aus. Bisschen Holz nehmen wir auch auf. So, aber dann brauche ich jetzt mal hier ganz kurz Teile, die das mal nach da schaufeln, das mal nach da schaufeln, das mal nach da schaufeln. So, dann geht hier erstmal ein bisschen Holz wieder auf Reisen. Kuba die Taste der Wahl. Gut, dann kann ich hier noch ein bisschen Holz nachschmeißen, das ich jetzt gerade aufgenommen habe, dann ist das auch schon weg. So, dann wird hier das Holz schon mal aufgebraucht. Dann gehen wir mit dem Holz jetzt dann hier hoch, alles klar, okay. Dann müssen wir mal gucken, also wir wollen hier dann ankommen. Muss ich hier unterirdisch werden? Muss ich hier unterirdisch werden? Muss ich da unterirdisch werden? Und hier müsste ich theoretisch nicht unterirdisch werden. Weil das fliegt ja auch gleich raus hier. So, die Kohle bleibt dann erstmal hier. Das ist natürlich jetzt gar nicht mal so schön, aber gut. Dann müssen wir dann mal einmal im Kreis bauen. Warte mal, braucht doch das hier gar nicht dann unterirdisch machen. Oder ich mache das einfach unterirdisch hier und dann brauche ich auch nicht im Kreis bauen. So. Das sieht gut aus. So, das heißt hier jetzt unterirdische Förderbänder. Da anschließen, dann ist das hier alles gut. Dann, achso, andersrum. Immer noch andersrum. So. 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 Und dann können wir hier, guck mal wie viel.
dort gleich wieder an den Brettern dann hier lang läuft. Interessant, ne? So, dann können wir das hier gleich auch abreißen. Dann machen wir nämlich denn hier die Einförderung in den Bereich hier noch. Dass das Holz da jetzt maximal verbraucht wird. Warum da ein Förderband liegt, weiß keiner. Ist aber eins da. So, Q ist immer noch die Taste der Wahl. So, dann können wir das nämlich hier jetzt so vorne komplett rausnehmen. Dann brauchen wir nämlich das Holz nirgends weiter mehr wo irgendwie weiter verbreiten. Weil wir kriegen es von der anderen Seite. Schön. Gut, dann haben wir das doch schon mal jetzt fast fertig hier. Jetzt müssen wir nur noch zurückrennen, die unterirdischen Förderbänder legen. Und dann anschließend ans Holz. Und dann sollte hier einmal Holz ankommen. Auf der Art und Weise, wie wir es gerne haben wollten. So, kann ich hier nochmal Holz nachschmeißen. Das habe ich eingelegt, aber... Na gut, so. Achso, da oben muss ich das Holz dann auch anschließen. Ah, ich sehe was, was du nicht siehst. Dann müssen wir das hier nochmal teilen, abteilen. So. Und hier weiter und dann... Muss das da rein? Alles klar, okay, gut. Da haben wir fast nicht aufgepasst. Wir hätten uns gewundert, warum es die Hälfte produziert. So, sehr schön. Gut, dann haben wir das. Dann rennen wir jetzt wieder zurück zu unserem großen Holzförderband und werden das jetzt anschließen. Und dann ist das Holz schon mal geliefert auch von hier hinten. Und den können wir komplett auf den ganzen Weg wieder abreißen. Den brauchen wir nicht. So, wir müssen von da nach dort immer. Da müssen wir dran denken. Der ist überflüssig. Resin brauchen wir hier noch gar nicht, an der Stelle, wo wir das jetzt hier vermutet hatten. So, hier ist sogar eine schöne Verbindung, interessant. Also müssen wir das Holz natürlich noch hochlegen. Das ist natürlich dann auch wichtig. Halt, hier brauchen wir eine Verbindung. Die ist da auch vergessen? Nee, da ist sie. So, ab und zu habe ich unterirdische Verbinder gemacht und manchmal nicht. Hm. Naja, gut. Über den Baustil lässt sich ja bekanntlich streiten. So, das war daneben geklickt. Mal wieder erfolgreich. Kennen wir ja schon. Huch, das war erfolgreich. Was abgerissen, was nicht abgerissen werden soll. Schwierig. So, weiter geht's. Wir müssen dann nämlich noch das Holz denn dahin holen. Naja gut, das kriegen wir dann auch gleich hin. Oh, jetzt ist die Tasche voll. Alles klar, okay, wir müssen dann erstmal wieder weiter Bus bauen. Gut, dann brauchen wir hier jetzt als nächstes, kommt ja hier quasi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja. Kommt hier der nächste Bus, der ist aber noch nicht das Holz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist ein bisschen breit, so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja. So, dann müsste das hier, das müsste der Holzbus sein. Ist das richtig oder ist das falsch? So, dann gucken wir mal durch hier, bis nach oben hin. Da, wo wir es setzen können, setzen wir es erstmal. So. Das müsste dann hier der Holzbus werden. Und wenn ich mich richtig erinnere. Ah, das können wir erstmal noch so lassen. Genau, da müssen wir jetzt genau da rankommen. Und hier wollen wir auch genau rankommen an den Bus. Alles klar. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So. Das ist über... Oh, denn da sammle ich ein Holz ein. Das will ich gar nicht. Das muss ich hier nämlich noch gewinnbringend unterbringen. So. Theoretisch ist das dann hier ja auch nicht mehr hier durch. Aber momentan liegt es hier noch. Deswegen werden wir es erstmal berücksichtigen. So. So. Ich will mir jetzt endlich die Taschen auch noch mit Harz und allem voll malmen, weil da sind wir ganz gut dabei. Ja, haben wir schon. Da haben wir schon wieder ein paar hundert haben wir schon wieder gefunden von dem Harz. Bauen wir das hier erstmal schnell so fertig, dass das einigermaßen gut aussieht. Dann wird das Holz dann auch in dem System haben, wie wir es gerne hätten. So. Gut. Alles klar.
Dann geht das hier weiter. So. Und dann nochmal. Würde man erlegen. Taschen leer räumen. Hier müssen wir ziemlich viel alles abreißen, was da zwischendurch steht. Ist halt so. Das kommt ja dann auch alles nach oben. Ich hoffe ja, dass ich das jetzt nicht erst nicht noch brauche vorher. Die ganze Fabrikation. Aber naja, wie ich mein Glück kenne, brauche ich das trotzdem nochmal. Also brauche ich bestimmt nochmal einen extra Bauladen für bestimmte Sachen. Aber wohl, eigentlich müssten alle Rohstoffe, die hier drin verbaut werden, die müssten wir hinten im Bus haben. Also da bin ich mir relativ sicher. Weil hier brauchen wir die Rohre und sowas alles. Wenn wir dann aber auch mal vor Ort produzieren, natürlich auch. Ja, das wird auch noch interessant. Gut, das heißt, wir müssen jetzt hier erstmal, kann ich Stahlkisten machen? Ich kann bestimmt ein paar Stahlkisten machen. Ich werde jetzt hier erstmal auslagern, das alles quasi hier rausnehmen und einlagern in, bis auf die Fabriken, die werde ich wahrscheinlich mitnehmen, aber, und die Arme. Aber den Rest werde ich jetzt hier erstmal dann konzentriert irgendwo einlagern. So, dann brauche ich jetzt erstmal eine Kiste noch hier für mich. So, da werde ich mich jetzt gleich mal entleeren drinne. So, einmal so und hier geht noch was und was geht hier noch? Da geht auch noch was. Ach komm, da geht jede Menge. So, gut. Dann werden wir jetzt nämlich hier abreißen. Alles, was hier nicht hingehört, wird jetzt hier abgerissen und alles, was ich dann nicht zum Bauen brauche, wird dann in die Kisten dort gepappt. So. So, erstmal, dass wir hier den Bus frei haben. So, mehr kann ich schon wieder nicht mehr mitnehmen. Gut, dann nochmal mal hier. Eisenplatten. Voll. Ups, voll. Stahl voll. Das voll. Das voll. Die Stahlkisten habe ich natürlich hier unten reingelegt, ne? Immer wichtig sowas. So. Steine. Aluminium. Eisen. Ja gut, Beton, das können wir stacken, das können wir gebrauchen. Und Geräte kommen erstmal in die Kiste. Mal gucken, wie viel Geräte ich darunter kriege. So. Gut, weiter geht's. Hier liegt was rum, was wir schon nicht aufnehmen konnten. So. Dann machen wir das hier alles weg. Ich denke mal, diese Eisenplattenkisten-Geschichten, das wird immer ziemlich voll liegen, aber. Das ist dann nur mal so. So. Ah ja, da muss ich natürlich Claybricks, die muss ich dann auch noch in den Bus packen. Na gut, die kann ich aber, da kann ich einen Viererbus aber auf jeden Fall vollpacken, den ich da erstmal hinlege. Die Produktion haben wir ja da. Aber gut, die wird natürlich auch noch sich umorientieren. So, Stahl haben wir hier. Rote Chips, grüne Chips, braune Chips. Die Steine behalten wir erstmal. Maschinerie kommt da rein, da rein, da rein, da rein, da rein. So, Aluminium kommt da rein und Brass kommt da rein. Rohre kommen erstmal da rein. Sieht das mal gut aus, ne? Können wir weitermachen. So, immer nach und nach hier alles wegreißen. Ach, da liegt gar nichts. Das ist was ich in der Hand habe. Gut, den Strommast können wir natürlich nicht noch wegnehmen. Können wir den schon mal wegnehmen? Können wir den schon mal wegnehmen? Dann passiert hier erstmal kein Blödsinn mehr. So, dann haben wir die Taschen schon wieder voll. Okay, dann Stahlplatten da rein. Ach, da sind auch schon Stahlplatten. Na gut. Ich brauche nochmal Stahlkisten. Und mindestens zwei für den ganzen Eisenkram, den wir hier rumlagern haben. Also Eisen habe ich hier ja mehr als genug eingelagert anscheinend. Da war ich sehr gut unterwegs. So, packen wir das da rein. Gut, dann können wir hier den Stahl erstmal rausholen. Den können wir damit reinpacken. Rohre kommen hier rein. Zahnräder auch. Und Maschinen kommen natürlich dahin. So. Gut, weiter geht's. Next round. So.
Dann haben wir erstmal hier den Platz freigemacht für den Bus. Das musste jetzt leider sein. Das Forschungszeug kann zum Glück erstmal da stehen bleiben. Das steht nicht gerade so nicht im Weg. Da bin ich schon mal ganz stolz drüber, dass ich das da dann stehen lassen kann. Gut, Maschinen haben wir denn erstmal hier genug. Brass kann da rein, Aluminium kann da rein, Stahl kann da rein, Zahnräder kommen da rein, grüne Chips, rote Chips und der Rest des Baumaterials kann ich gebrauchen. So, dann nehmen wir das hier mit. Könnte ich alles mitnehmen, weil wir zu wenig in den Taschen haben, also zu wenig Platz. Habe ich hier unten noch irgendeine Maschinerie, die ich jetzt gerade nicht brauche? Eigentlich, naja gut, diese ganzen Radarstationen wollte ich nochmal zwischendurch auch mal setzen. Naja, gut. So, dann machen wir den Bus hier erstmal fertig. So, das sieht schon mal schick aus. Dann können wir den hier auch fertig bauen. Dann haben wir das Material nämlich auch schon da, wo wir es hin haben wollen. Und dann ist alles cool. So. Und wieder stehen irgendwelche Kisten mit irgendwelchen Materialien irgendwo rum. Mal gucken, ob wir das noch irgendwann wieder mal so hinkriegen, dass das auch sauber alles überall funktioniert. Aber ich bin guter Dinge. So, dann den Bus nach oben weiterziehen. So. Da muss nämlich der Resin ran. Der Baumharz. So, das ziehen wir dann mal durch bis nach hier oben hin. Ne? So. So. Gut. Alles klar. Dann ist das doch schon mal durchgesickert hier. Durchgesickert. In dem Verbrauch kann man das denn hier schon mal mit einrechnen. So. Wie schön. So, dann wollte ich jetzt hier unten natürlich gleich den Abzweig machen, dass wenn ich das Holz anschließe, dass es auch gleich durchläuft. Achso, da muss ich hier noch wieder ein Stückchen Förderband abreißen. Mal gucken, ob ich jetzt alles mitkriege. Könnte sein, dass es knapp nicht reicht. So, die nehmen wir auch noch mit hier. Kommen wir mit. So. Reicht also. Sehr schön, ich bin begeistert. So, dann können wir den Resin hier anschließen, damit das mal durchläuft. So. Dann ist der schon mal da, wo er hingehört. Hier kommt auch nochmal so eine Überbrückung. Und dann kommt hier der Abzweig Holz. Sehr schön. Gut. Ja. Hier kommt ein Bus nach oben. Den werden wir schon mal setzen. Dann sind wir nämlich die Förderbänder los. Der sich dann um das Kunststoff. Oder der sich um das Kunststoff steht. Ja. Dreht. So, das werden wir dann alles schön unten noch verknoten und verbauen, damit das dann alles gut aussieht. Aber wir haben eine Arbeit erledigt, die ich sowieso, also die ich schon seit längstem immer mal wieder erwähnt habe, dass ich das unbedingt mal machen will, damit wir da mal sauber durchkommen durch alles. So, dann muss ich hier das verknoten. Hier ist dann quasi die Kunststoffschiene. So, die wird dann 1, 2, 3, 4, 5, 6 hier ankommen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja. Die muss dann hier durchgehen. Die Kunststoffschiene. Huch. Nee, noch mal runter. So, und dann da. So. Hier läuft dann der Kunststoff lang. Den können wir hier auch schon draufsetzen. Ist ja kein Problem. Ist ja alles nicht so weit weg mehr hier. Gut, aber die Folge ist schon wieder zu Ende. Das ist natürlich auch schade, dass die Folge schon wieder zu Ende ist. Das muss ich ehrlich sagen, weil von dem, was wir da so alles schaffen wollen, da müssen wir natürlich noch. Naja, gut. Egal. Kriegen wir alles hin. Kriegen wir alles kaputt. So ist es. Naja. So wird dann Schuh draus. Dann brauchen wir hier noch wieder 6 Platz nach unten und dann kommt da der nächste hin. Für dann das, was wir eigentlich jetzt so gerade brauchen, nämlich das Holz, dass wir das sauber in dem Bus drin haben und dass wir das endlich sauber auch angebaut haben. Aber naja.
sind ein paar andere Sachen noch zu erledigen gewesen. Alles klar. Also, wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr gerne ein Like da lassen und oder ein Abo. Ich würde mich riesig darüber freuen, dass wir beim nächsten Mal wiedersehen. Wir werden also beim nächsten Mal dann das Holz hoffentlich dann drin haben. Wir werden dann quasi die braune Chip-Produktion oben wieder im vollen Betrieb haben, beziehungsweise dass da wieder ein bisschen mehr geht, dass alles funktioniert und auch ja, produziert. Und dann wird es darum gehen, dass wir ja, oben weiterkommen, weil dann legen wir den Bus nämlich bis oben hindurch und dann werden wir oben die Rohstoffe, die wir von dieser Seite, also das Eisengelöter, diese Flüssigkeit, dass wir die hochkriegen, dass wir dann dort den Resin hochkriegen, weil den brauchen wir da oben, glaube ich, für die Bretter und für die Chips, glaube ich, für diese erweiterten weißen Chips. Ich glaube, da war der, ist ja nötig. Und den Kunststoff, dass wir den dann durchlegen können und wir alle Rohstoffe vor Ort haben. So der Plan. Wir müssen das wahrscheinlich da oben aber auch nochmal um eins erhöhen. Also dann, bis denn. Tschüss.